Hallo da draußen, meine kleinen Wiederwürstchen, und willkommen zurück zu einer Folge LSAD. Ganz schön lange nicht mehr. Habe ich eine Zeit lang gar nicht aufgenommen. Wir sind jetzt aber wieder da. Mein Name ist Matthew Rodriguez. Ralf Cook. Nein, Ralf Cook. Entschuldigung. Ich heiße heute mal Ralf Cook. Und nehme den Battalion Chief wieder. Als Kopf nehme ich mal den mit dem Bart, weil Ralf Cook einfach so besser aussieht. Appearance nehmen wir den normalen Skin. Helm weiß. Ja, nehmen wir mal den weißen. Der hat einfach Style. Mit dabei haben wir die drei von der Tankstelle: Daniel Cooper, Nicholas James und Mason Morales. Auf geht's, Jungs. Super Team, muss ich sagen. Als Fahrzeug nehmen wir mal wieder den G-Ranger. Der sieht einfach nice aus. Ah, schöne Lichter. Und eine Sache noch, Leute. Passt mal auf. G-Ranger, mal bitte auspacken. Ich habe, wer LSPDFA die letzten zwei Tage gesehen hat, die Einstellungen von Reshade und EMB jetzt auch hier bei LSAD eingepackt, also reingepackt. Das heißt, die Farben sind ein bisschen kräftiger und ja, die Lichter sollten schöner leuchten. Ich finde das Setting einfach sehr, sehr stark und es gefällt mir sehr gut. Lasst mich mal wissen, wie es euch gefällt. Sind denn die Farben so für euch auch cool? Gefällt euch das? Es gibt einige Sachen, die geupdatet wurden. Es wird auch bald ein paar neue Modi geben in dem Spiel, über die ich jetzt so noch nicht reden kann. Aber wer Bock haut, guck mal, erster Versprecher. Hashtag haut, Leute, für diese Folge. Hashtag haut. Wer eben Bock hat, schaut auch mal auf den Discord von LSAD. Das ist einfach discord.me/LSAD. Da könnt ihr reingucken. Das ist Hauptsache Englisch. Gibt aber auch einen deutschen Channel. Ich bin da auch, falls ihr mal einen Blick reinwerfen wollt. So, wir cruisen mal ein bisschen. Und Gott, wisst ihr was, Sandy Shaw ist hier die Ecke, bin ich immer auf meinem RP-Server. Wir sind so oft hier unterwegs, ich kenne diese Ecke wirklich in- und auswendig. Gibt viele schöne Orte hier. Guck mal, hier zum Beispiel steht der alte Karl, der immer am Saufen ist. Wobei, der säuft gerade gar nicht, der telefoniert. So. Street Fire, Leute. Okay, Respawn Code 3, Leute. Oh nein, ich bin... Oh shit, damn it. Oh Jungs, Entschuldigung, das ist mir so leid. Warum hab ich dein F gedrückt? Oh, was war das denn? Entschuldigung, ich muss zum Einsatz. Holy shit, Jungs, sofort hier, hinterher. Oh Gott, ey, was habe ich da denn gemacht? Oh Gott. Oh, ey, ich habe so viel LSPDFA gespielt. Ich wollte gerade Sirene anmachen. Und dann springe ich da raus, Alter, Ralf. Really, Alter? Kommt rein, Jungs, wir haben einen Einsatz. Mann. Wo ist denn die Hupe hier? Alles klar. Oh Gott, ey. Das ist mir aber auch schon lange nicht mehr passiert. Wo mache ich denn die blöden Lichter an jetzt hier? Warum kriege ich denn die Lichter nicht an? Ah, ich bin ja noch vorbeigefahren. Ah, warte mal, war es nicht die 3? Ah, die 5 war's. Guck mal, die 5 war's heute. Okay, das Licht ist aber ein bisschen mickrig hier auf dem Auto drauf. So, hier müsste der Einsatz sein. Aber ich sehe hier nicht viel. Boah, Alter, ich muss immer aufpassen mit diesem Woo-Sound, Leute. Da reißt uns immer die Ohren weg. Aber aktuell haben wir Glück gehabt. Es scheint ein False Call zu sein. Hier ist nichts, was brennt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass es Einsätze gibt, wo nichts passiert. Das scheint einer zu sein. Ich habe gedacht, ich hätte die komplett ausgestellt in meiner Ini. Aber hier ist nichts, Leute. Eigentlich ganz gut. Wir hatten ja genug Action, weil ich ja schon aus dem Auto gefallen bin. Okay, wir haben einen neuen Einsatz. Und das ist einmal um den See rum. Ein schwerer Autounfall. Komm, steig ein, Buddy. Was wir aber nochmal machen vorher ist, ich mache mal kurz meine Anlage an. Und schau mal. Da. Ich würde nur gerne noch hier das Ganze mal hier erhöhen. Und zwar auf 25. Jetzt leuchtet es schon heller, aber... Ist noch nicht der Hammer. Aber kann man auf... Ja, Entschuldigung. Also, da habe ich gerade jemand überfahren, sag mal. Nee, ich hoffe nicht. Wir fahren da auf jeden Fall mal hin. Code 3. Wir müssen jetzt einmal um die ganzen See rum. Es gibt ja auch einen Helikopter... Wow, Vorsicht. Es gibt auch einen Helikopter für die Feuerwehr. Aber den parke ich jetzt nicht extra aus. Aber so gefällt mir doch das Game ganz gut bezüglich dem Aussehen und den Farben.
ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ist dezent, aber trotzdem farbig. Und mal gucken, was wir vor Ort erleben, wenn wir hier diesen Autounfall erreichen. Noch eine andere Sache, Leute. 5M, wer es nicht kennt, ist ein Multiplayer-Mod, wo man Rollen spielen kann, als Medic, als Polizist, als Feuerwehrmann. Und da habe ich einen Server am Laufen. Wer sich darüber informieren möchte, es gibt auf meinem Kanal schon mehrere Videos dazu, da könnt ihr gerne mal reingucken. Und ich werde auch täglich daraus streamen. Also gestern Nacht habe ich auch 4 Stunden gestreamt. Hat mega Laune gemacht, war eine tolle Zeit. Wir haben Tränen gelacht. Also ich bitte euch auch da mal vorbeizugucken. Es wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Video mal auf YouTube geben darüber, aber aktuell spiele ich das nur im Livestream. Also guckt mal auf Twitch vorbei, twitch.tv/reifingertv. Macht euch da mal einen Account und lasst euch da mal blicken, würde ich mich sehr freuen. So, wir machen die Sirene mal wieder aus. Jetzt fahren wir ein bisschen abseits der Straße. Ach ja, mir fällt ja gerade auf, oben rechts steht ja die Discord-Adresse von LSRD. Also da könnt ihr gerne auch mal drauf kommen. Kommt auf meinen Discord und auf den von LSRD. Schaut doch mal vorbei. Dieselbe URL gibt es auch für mich eben, da oben, nur eben mit Reifinger, ohne LP. Aber discord.me/Reifinger. Kommt mal drauf, würde mich freuen. Okay, da ist unser Autounfall. Alles klar. So, dem Team sagen wir erstmal, der muss hier mal bitte rule the traffic. Der Cooper, der James macht Road Cones. Und unser letzter Kollege, der muss sich um Morales soll Revive Pets machen. So, und ich kümmere mich mal hier um die Person. Ach du Scheiße, sieht nicht gut aus. Sieht, wow, wow, wow. Hier sitzen die sogar noch im Auto. Hier vorne, hey, Kumpel, wo bist denn du? Wo ist denn der, der die Pets reviven soll? Wo ist denn unser... Achso, da, da vorne liegt auch noch einer, oder was? Holy shit, man, hab ich gar nicht gesehen. Alles klar. So, mal gucken, was wir noch alles machen können. Wir haben hier Backup, und zwar Firetruck Supervisor. Wir rufen nochmal die Polizei dazu, würde ich sagen. Und Traffic Speed mal ein bisschen runter. So, da vorne, ich glaube, um die Person kümmere ich mich mal selber. Weil mein Kollege hier gerade beschäftigt ist. Na, komm. Und zwar hier, sage ich einmal... Medkit kann ich nicht... Warum kriege ich denn kein Medkit? Warum kann ich hier kein Medkit rausholen? Okay. Scheint so, als würde... Ah, hat es nicht hinbekommen, oder was? Absturz, ey. Wir haben noch eine Person da vorne. Da vorne liegt noch eine Person auf der Straße. Oh shit, warum? Nein, Polizei, warum denn, Alter? Ach, jedes Mal, ey. Wo ist denn hier? Ist doch eine zweite Person. Ich muss mich hier mal kurz verstecken, ey. Okay, das ging gerade mal völlig in die Hose. Ich habe die Polizei gerufen zur Unterstützung. Auf einmal fangen die das Ballern an. Willkommen. Oh Gott. Willkommen bei GTA. Was habe ich erwartet? Und zwar, ich würde sagen, wir holen uns mal noch ein Supervisor als Backup. Da ist auch jemand dabei, der Menschen wiederbeleben kann. Und wow, und Corona request sich auch mal. Hier ist er vor. Was geht denn hier ab, alter Cops? Seid ihr total behindert? Die Cops, Alter, hör auf damit. Voll Arsch, Alter. Was macht denn ihr? Ihr seid doch völlig Banane, ey. Guckt euch mal an, was jetzt hier passiert ist, was hier aus dem Autounfall geworden ist. Die haben, glaube ich, gefühlte 10 Tote jetzt hier liegen. Ey, die Cops rufe ich nie wieder. Die sind ja ultra aggro, ey. Die fangen sofort zu schießen an, ey. Okay, die Situation, ich bin völlig überfordert. Meine Buddies hätten eigentlich hier... Oh, guck mal, der hat jetzt echt den Polizisten überfahren. Das wird ihn auch sein Leben kosten. Aber wobei, er fährt noch. Also, keine Ahnung, wie ich die Situation jetzt hier auflösen soll. Ich kann Tow Trucks rufen, glaube ich. Das probieren wir auch mal aus. Ich versuche einfach mal, die Situation hier irgendwie zu klären, Leute. Versuchen wir das Chaos irgendwie... Der Corona war auch da, 0 Bodies clear, das kann doch nicht sein. Hier sind noch 3 Millionen Leichen hier, Alter. Corona, mach mich nicht verrückt. Nee, der mag irgendwie nicht die Leichen mitnehmen. Habt ihr den Typen gesehen hier gerade mit seinem Quad?
Die Cops machen die Leute fertig, sagst du. So. Wow, da hinten, was war das denn? Also, liebe Feuerwehrkollegen, kommen alle rüber zu mir. Wir müssen hier mal uns ein bisschen von der Straße entfernen, ist mir auch zu heiß. Battalion, alle mal bitte zu mir. Das ist mir zu gefährlich, ey. Ich glaube, da drüben steht noch, wo ist er denn hier? Wie kann ich dem denn sagen, dass er aufhören soll, was er tut? Woher den Car vorne um ihn? Nee, der mag nicht. Revive Pets. Ah, okay, doch. Das mag er. Okay, der darf noch ein bisschen Leute reviven. Guckt euch mal bitte die Situation an. Wie zur Hölle haben wir das denn geschafft? Wie haben wir das denn bitte geschafft, dass aus einem kleinen Unfall, also in Anführungszeichen kleinen Unfall, diese Massenkarambolage mit gefühlten 10 Toten wurde? Ja, Rescue Department, Leute. So stellt man Leichen her. Was auf jeden Fall noch dauert, ist die Tow Trucks. Die haben eine ganz schön lange Strecke vor sie, so wie es aussieht, ne? Ich werde jetzt nochmal einen Corona rufen. Stell mich da nochmal hin. Schauen, ob der nochmal kommt. Da ist der Abschnittwagen. Der Abschnittwagen, der wahrscheinlich gleich selber in den Unfall reinfährt. Zumindest die Cops hauen ab. Hurra, ey. Waren aber erstmal geschmeidig noch über die Leiche da vorne. Also hier sieht es so übel aus, Leute. Nein, da kommen die Cops wieder, ey. Nicht gut. Ganz ehrlich, der Typ, der da liegt, den spiele ich auch auf 5M im Multiplayer. Der liegt da einfach tot am Boden. Ah, cool, super. Die Cops kommen wieder und schießen weiter. Ach, noch mehr Cops. Na, hurra, Alter. Ich freue mich riesig. Ey, die Situation, die kriegen wir nicht gelöst, Leute. Ich habe keine Ahnung. Der Tow, jetzt haut der Tow-Truck-Fahrer ab. Seht ihr das? Also unglaublich, wie die AI... Guck mal, da liegt da noch... Wow, habt ihr das gesehen, wie der weggeflogen ist? was ist wieder da drüben? Also der ist aber noch fleißig am Wiederbeleben hier, ne? Ich glaube, ich gebe meinen anderen beiden Kollegen auch nochmal die Info. Den soll man ein bisschen wiederbeleben. Der Moral ist ja schon dabei hier. Revive Pets. So, wir müssen Leben retten, Leute. Das ist eure Aufgabe. Komm, schaut mal, dass ihr irgendwas machen könnt. Wenn schon die Medics hier nicht möchten, müssen wir das machen. Aber ich glaube, ich sollte das... Der Kollege hier von der Feuerwehr möchte hier was reviven, kommt aber nicht dahin, weil das Auto im Weg steht. Jetzt sagen, Cops, verpisst euch. Ey, Alter, really? Nicht dein Ernst, ey. Ich könnte so kotzen manchmal hier mit den NPCs. So, da drüben... Ah, okay, seht ihr schon, ist an der Person dran. Sehr gut. Government Stooge, ja. Da regt sich einer ein bisschen über uns auf. Also den Unfall konnte ich jetzt nicht wirklich klären. Ich komme mir gerade vor, wie auf unserem 5M-Server, wo man die Autos auch mal auf die Seite fahren muss. Damit der im NPC-Verkehr weiterfahren kann. Aber der Corona ist immer noch nicht da, oder? Oder doch, die stehen da. Die stehen da drüben. Ah, die kommen wieder nicht durch, weil Verkehr. So, ich werde jetzt nochmal hier die Verkehrsregel aufheben, dass das Ganze, dass der Verkehr gestoppt werden soll. Gucken, ob dann jemand fährt. Ah, da hinten ist ein weiterer Tow-Truck angekommen. Sehr gut. Ich werde wohl hier auch mal das Fahrzeug noch auf die Seite fahren, so gut es geht. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ne, da steckt die echt fest, ey. Ah, okay, doch nicht. Guck mal, ich komme hier raus. Sehr gut. Muss noch ein bisschen über irgendwelche toten Körper drüber fahren. Ansonsten kriegen wir das hin. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Platz gemacht hier. Das ist schon mal sehr gut. Aber vielleicht kriege ich die Situation doch noch geklärt. Pass mal auf. Wenn ich den da drüben noch wegbekomme hier, weil da fährt der Tow-Truck die ganze Zeit dagegen. Warte mal hier, Tow-Truck, ich bin gleich weg. Ah, guck mal, nice, der erste Tow-Truck ist durch. Achtung, weg mit dem Auto. Oh nein, nicht rein, falsch, stopp, nicht runterfallen. So, okay. Ja, das erste Auto ich entsorgt, das liegt da unten, sehr gut, ist schon mal weg von der Straße. Nach dem fährt sowieso keiner mehr. Ich glaube, das hier war sogar das Unfallauto. Den lassen wir hier mal stehen. Den muss man vielleicht nochmal später überprüfen. Ja, der sieht sehr schwer nach Unfallauto aus. So, jetzt müssten die doch aber langsam hier durchkommen, oder? Der Krankenwagen. Der Typ steht hier noch im Weg. Ich weiß nicht, ob der was mit dem Unfall zu tun hatte. Wir stellen aber auch mal hier hin. Kommt mir gerade vor wie so ein Straßenräumkommando. Aber langsam, guck mal, Leute. Wir haben langsam hier wirklich die Straße frei. Oh, guck mal, da liegt wieder so eine Plastikbag. Das heißt, der Corona ist am Einpacken. Hey, doch, wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen es geklärt gerade. Pass auf. In Anführungszeichen schön.
Das sieht gut aus. Das kriegen wir wirklich hin. Ja, nice. Auch wenn es bis tief in die Nacht dauert. Oh, guck mal, da drüben die Frau. Ah, der Corona, ich glaube. Da habe ich jetzt gerade einen neuen Bodybag aufgemacht. Ja, habe ich jetzt den Typen unter mir mitgeschleppt, ja? Okay, also meine Kollegen sind am Reviven, ja? Meine Feuerwehrkompetenz. Dann haben wir den Corona, der gerade die Leiche einsammelt. Also wir haben anscheinend doch ein bisschen Organisation hier reinbekommen. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich mit dem Towtruck hier das Auto abschleppen kann. Oh shit, was macht er denn? Oh Gott, das tust du, Duel. Halt er wieder abgeht, ey. So, kriege ich den irgendwie in den Haken hier? Ah, nicht mal Telefon. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es war... Steuerung und Shift war es, glaube ich. So, kriege ich den an Haken? Kriege ich den an Haken irgendwie? Nee. Ich kann den aber... Okay, ein bisschen wegrammen vielleicht. Nee, ich muss hier mit dem weg. Den kriege ich nicht weggeschleppt. Okay, einmal auf die Seite. Jetzt haben wir aber auch schon... Oh, jetzt ist es auch ganz schön dunkel geworden, ne? So wie es aussieht. Den Tojo lasse ich hier mal stehen. Da kann ich nicht viel machen. Voll das geile Echo, habt ihr das gehört? 5 Bodies cleared, seht ihr das? Kann es sein, dass ich hier manche Sachen nicht im Auto habe, weil ich eben vergessen habe, die mitzunehmen? Okay, die Flashlight brauche ich jetzt gerade nicht. Ich hätte gerne normale Straßen-Scene-Lights. So, ein bisschen hier. Der Corona kämpft gerade gegen den anderen. Hier machen wir auch nochmal eine Lampe hin. So, jetzt haben wir das ein bisschen besser beleuchtet hier. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir jetzt hier weitermachen sollen, aber der Corona ist ein bisschen aggro, so wie es aussieht. Und natürlich kommt die... Achtung, pass auf die Cops. Leute, pass auf die Cops, alle schön ins Auto. Das wird uns sonst wieder zu heiß. Brigade, mal bitte wieder ins Fahrzeug zurück. Oh Mann, ey. So, alle zurück ins Auto bitte, Jungs. Oh, 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 oh. Ist der Aggro? Nein, ist er nicht. So, da hinten ist noch einer, der scheint nicht ganz zu folgen. So, was machen denn die anderen beiden Jungs hier gerade? Jungs, alles gut bei euch? Follow me, würde ich gerne hier... Wo ist denn der... Achso, der gehört gar nicht zu mir, oder was, der Feuermann? Oder habe ich den gar nicht mal in der Brigade? Seht ihr den Typen da? Also, ich komme hier nicht weiter mit dem Einsatz. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das ganz cool fand. So finde ich jetzt bei Nacht sehen die Lichter auch echt fresh aus. Wir müssen hier weg, wir haben alles getan. Da muss ich jetzt der Corona drum kümmern. Leute, ich bedanke mich für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Wer möchte, kann natürlich ein Like da lassen. Guck mal, wie geil das bei Nacht hier aussieht. Und es ist leider gecrashed. Aber das passiert nun mal. Witzigerweise am Ende der Folge. Und, dann würde ich sagen, Kamikaze, Leute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Checkt auch die Endcard. Coole weitere Videos. Und noch einen wundervollen Sonntag. Ciao. What?